Herzlich willkommen bei Valerie trinkt Wein. Das bin ich, Valerie. Der Sommer ist da und mit dem Sommer sind auch gekommen laue Sommerabende und die lang ersehnten Sommerpartys. Ob am Balkon oder auf der Dachterrasse oder im Garten. Ich habe mir 5 Kriterien überlegt, die für mich persönlich passen und die würde ich euch gerne vorstellen. Und zwar Nummer 1, ein leichter Wein. Tendenziell ist es ja so, im Sommer ist es heiß. Am Abend, wenn man dann auf einer Party ist, möchte man nicht unbedingt erschlagen werden mit einem richtig schweren, dicken Rotwein, sondern möchte lieber etwas Leichtes trinken, etwas Angenehmes. Das heißt, wann ist ein Wein leicht? Er ist leicht, wenn er, sag mal, zwischen 11% und 12% Alkohol hat. Das ist eigentlich auf den Flaschen immer angegeben. Das muss man nur finden. Hier, 11%. Easy. Ein ganz leichter Wein. Zweitens, er muss einen guten Trinkfluss haben. Das heißt, er muss genug Säure haben, er muss erfrischend sein, sodass man gern ein zweites Glas trinkt und ein drittes Glas trinkt, weil die Party soll ja nicht nach einer Stunde schon wieder vorbei sein, sondern es geht ja darum, die Leute möglichst lange bei guter Laune zu halten. Was mich wieder zum ersten Punkt bringt, leichte Weine deshalb, damit die Leute nicht zu schnell zu betrunken sind. Also ein leichter Wein mit genug Säure. Punkt 3 ist ein bisschen tricky, weil der ist nicht so allgemein zu beantworten. Er heißt, kenne deine Gäste. Wen habt ihr eingeladen, was trinken die gern? Ganz generell rät man bei größeren Partys dazu, so Crowd-Pleaser-Weine zu nehmen. Das heißt Weine, die möglichst unkompliziert sind, aber trotzdem nicht fad. Ist auch eine Herausforderung, die so vielen Leuten wie möglich schmecken. In Österreich wird mir da einfallen, grüner Veltliner, ich meine, wer mag keinen grünen Veltliner? Außerdem gemischter Satz aus Wien ist auch eigentlich durch die Bank beliebt. Ich persönlich bin ja nicht so ein Fan von diesen duftigen Sorten, aber gelber Muscatella und überhaupt Muscatella-Sorten und auch Sauvignon Blanc kommen eigentlich immer ziemlich gut an bei den allermeisten Leuten. Ich persönlich finde ja, wenn man eine Party hostet, ist es auch schön, die Gäste ein bisschen zu verwöhnen und ihnen deswegen zum Beispiel gleich am Anfang des Abends einen besonderen Wein auszuschenken. Das macht einfach eine gute Stimmung, die Leute hören sich gern Geschichten an über den Wein oder zumindest ich erzähle gern Geschichten über den Wein, aber ich habe das Gefühl, die Leute mögen das auch. Ich habe zum Beispiel letztens aus Slowenien einen Petnat mitgenommen, der schaut erstens schön aus und zweitens ist er ein bisschen was Besonderes. Genau. Ah ja. Ja, der Petnat illustriert auch gleich meinen Punkt Nummer 4 und zwar Rosé. Ich finde, Rosé ist einfach idealer Wein für Sommerpartys. Erstens schaut es hübsch aus, zweitens ist Rosé irgendwie was, das macht den meisten Leuten gleich eine gute Laune. Außerdem haben die allermeisten Rosés ein Geschmacksprofil, das irgendwie ganz gut passt. Da ist es meistens fruchtig, frisch, haben ein bisschen was Erdbeeriges manchmal, oft was Himbeeriges, ein bisschen Zitrusfrüchte. Das sind einfach Geschmäcker, die gut passen zu einer Sommerparty. Und mit Sicherheit ist es mir lieber, ein Rosé zu trinken, als irgendeine Pfirsichbowle. Ja, da fällt mir wieder ein, ich habe es in meinem Sprudel-Video schon erwähnt. Ich mache noch ein eigenes Video zum Thema Petnat. Er kommt immer wieder vor, weil ich sie einfach so cool finde. Ich verspreche es euch, da kommt irgendwas. Zu guter Letzt, Punkt Nummer 5 auf meiner 5-Punkte-Liste. Ist das Preis-Genuss-Verhältnis. Auf einer Party kommen ja doch mehrere Leute, die sitzen eine ganze Weile zusammen und es werden doch einige Flaschen Wein meistens getrunken. Und je nachdem, wie das eigene Geldbeutel so ausschaut, ist es vielleicht sinnvoll, Weine zu nehmen, die nicht völlig den Rahmen sprengen. Wer übrigens glaubt, im Sommer kann man nur Weißwein oder Rosé servieren auf einer Party, irrt zumindest meiner Meinung nach. Es gibt durchaus Rotweine, die auch ungefähr diesen Kriterien entsprechen. Es müssten dann natürlich leichte Rotweine sein. Zum Beispiel habe ich hier eine Cuvée aus dem Burgenland mit 12 Volumensprozent, der sehr angenehm leicht ist und 7 Euro gekostet hat. Bio-Wein, also nicht so schlecht. Ja, das waren meine 5 Kriterien für Weine auf Sommerpartys. Was trinkt ihr gerne im Sommer für Weine? Habt ihr einen Lieblings-Sommerwein? Oder vielleicht einen Wein, zu dem ihr halt immer automatisch greift im Sommer, wenn es irgendwie über 30 Grad hat. Ja, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Ich freue mich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn es euch besonders interessiert, was ich so für Videos mache und ihr benachrichtigt werden wollt, dann drückt doch bitte die Glocke. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Prost auf viele schöne Sommerpartys.